Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Ist ja, also bei meinem Computer ist eigentlich nur das Mainboard defekt und eine Festplatte spinnt. Aber eigentlich funktioniert alles andere sonst gut. Ich kann zwar nicht rendern, weil die Sachen auf der kaputten Festplatte sind, die ich bräuchte und so, aber. Döp. Döp. Die derp, die derp, derp. Jetzt geht's wieder, oder? Wie funktioniert denn wieder alles? Ich bin sonst unglaublich traurig. Ach ja. Klappt jetzt wieder alles? Ich schreib mal Reload. Ich stehe hier übrigens immer noch vor dem Panda. Das ist toll, das ist echt schön. Wo ist denn jetzt noch so ein Dicker, den ich wieder zum Heulen bringen kann? Da. Nee. Hier. Du hast aber eine lustige Frisur. Dich will ich jetzt erledigen. Heia! Heia! Schlaf, mein Mann. Au! Aua! Stirb! Heia! Heia! Hau! Habe ich dich besiegt? Das war ein guter Kampf. Danke. Die ist stärker als ich. Ja, geh heulen. Geh zu Mama. Oh, guck mal, hallo. Heia! Hau! Hoi! Wuhu! Heia! Hau! Heia! Heia! Oha! Ja! Hör mal auf mitzukämpfen. Ich kämpfe gegen den. Yeah! Ah, die ist stärker als ich. Ah. Okay. Haben wir denn noch so ein Moppelchen? Da! Hey, ja! Drauf geht's! Who's your style? Hey, ja! Hey, ja! Wow. Ihr habt gut gekämpft. Ich werde fortan noch viel von euch lernen. Ah, ich bin schlecht. Ah, okay. Aua! Was müsst ihr denn? Oh, das ist aber ein knuffiges Panda-Bärchen. Oh, der ist aber niedlich. Gut bist du, das tut mir aber leid. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich wollte doch gar nicht. Jetzt kämpfe ich gleich gegen den Nächsten. Na gut. Aua! Was das? Wuhu! Was sind Pandas? Die sind von Haus aus niedlich. Meister! 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 Ich habe all eure Prüfungen bestanden. Unsere größte Prüfung steht uns noch bevor. Aber ich habe doch jetzt schon... Ja... Faszinierend, meine junge Schülerin. Die meisten Nil-Annelin-Schüler haben schon einige Zeit hier verbracht, aber ihr seid schon jetzt in der Lage, euch mit ihnen zu messen. Warum hier rennen noch 5000 andere Leute rum, die genauso bunt sind wie ich? Ah, geil. Das spricht für euch, aber es gibt noch weitere Lektionen, die ich euch gerne lernen würde. Ihr bekommt Initianten-Gürtel. Der ist bestimmt auch wieder so hässlich, dass... Tada! Stufe 2. Wow, Level up. Na klar, natürlich, ich krieg sofort. Moment. die Lektion der brennenden Schriftrolle. Schifflolle. Flüllingslolle. Du klingst Flüllingslolle von mir. Und deine Leckel. Okay. Jede Weisheit hat einen lechten Ort und eine lechte Zeit. Aber die Zeiten ändern sich für all diejenigen, die auf Shensuin zuleben. Für diese Lektion bitte ich euch um zwei Dinge. Zunächst halte ich eine Flamme in meine Hand. Das blendet ganz furchtbar und ich habe bestimmt Blasen, wenn ihr sie mir nicht gleich abnehmt. Konzentriert euch und versucht sie, mir zu entleißen, sobald ihr euch beleidigt fühlt. Solltet ihr erfolgreich sein, möchte ich, dass ihr den Tempel besteigt und das Edikt der Ermäßigung für Blend, das ihr dort oben finden könnt. Und meine Hand blendet übrigens immer noch. Könnte unangenehme Folgen haben, aber legal. Okay, wir müssen ihm die Flamme entreißen. Klar, Mann. Wie mach ich das denn? Gib mir die Flamme. Bei eurem ersten Versuch. Wow. Es bringt die Flamme zur obersten Ebene des Tempels und verbrennt die Schriftrolle, die ihr dort findet. Wuhu. Verdammt, meine Hand brennt. Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Mayday!
Mayday, Mayday, wohin muss ich denn? Jetzt habe ich meine Karte verbrannt. Wo muss ich denn hin? Ah, ich brenne! Ich gehe erstmal hier hoch und guck, was hier oben los ist. Hier sind auch lauter Pandas. Warum war ich denn vorhin nicht hier oben? Guck mal, lauter Pandas. Und Leuchtschirme. Und ich kann meinen Hintern nicht sehen. Okay. Und geht's auch noch weiter nach oben? Was ist denn hier? Wow. Das ist ja schön. Ist ja voll nett hier. Okay. Verblenden wir das Edikt der Mäßigung. Schön. Warum habe ich... Ja, es war bestimmt notwendig. Gut. Hiya. Na, Kung Fu Panda? Na, Po? Ich frag mich, ob es ja auch, na, ihr wisst schon, kämpfende Schlangen gibt. Ging's hier nochmal runter, hier. So. Wo muss ich jetzt hin? Jetzt bin ich verwirrt. Ach, da. Hallo. Haha, ich hab sie fast übersehen, Meister Chang-Chi. Wo ihr wandelt, da erblüht Größe. Wo ihr wandelt, da erblüht Größe. Das, was? Egal. Dass ihr mir die Flamme so einfach entleisten konntet, ist keine gelinge Leistung. Das Edikt der Mäßigung ist eine Schlichtlolle mit Weisheiten, die über unzählige Generationen hinweg überliefert worden sind. Die Weisheit aus einer friedlichen Zeit. Jede Lele hat einen leichten Ort und eine leichte Zeit. Und nun, da sich die Dunkelheit am Horizont hinweg überliefert, was ihr habt schon wieder in der... Ich habe mich in der Zeile vertan. Moment, ich lese einen Vorlesen und meinen Text für euch noch einmal. Er lest den Text ab, Meister? Was denkst du denn? Hier kommen am Tag 500 neue Leute, alle 5 Minuten auf den Server. Glaubst du, ich merke mir alles, was ich hier sage? Soll das heißen, ich bin gar nichts Besonderes? Was denkst du denn? Das ist ein MMORPG. Ich erzähle hier jedem den gleichen Scheiß. Okay, nochmal. Jede Lele hat einen leichten Ort und eine leichte Zeit. Und nun, da sich die Dunkelheit im Horizont zusammenblaut, gehört die leichte Zeit diesen Weisheiten der Vergangenheit an. Blabla, irgendwelches chinesisches Gewäsch. Das Verblenden von Stiftstollen stellt die Akzeptanz dieser Zeichen und gleichzeitig ein Versprechen dazu handeln. Eure Handlung schlug die Flamme und ich bin gewiss, dass sie dies auch in Zukunft tun wird. Soll das heißen, der erzählt das hier jedem, der auf den Server kommt? Jedem Panda oder so? Warum ist der Panda da hinten nackt? Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Ich bin nichts Besonderes. Und ich kann meinen Hintern nicht sehen. Ich dreh mich doch schon die ganze Zeit. Wo ist mein Popo? Egal. So, was? Quest beenden. Ach, worum geht's? Was wollt ihr jetzt nochmal? Was wollt ihr nochmal? Blocky! Blocky! Blocky ist da! Timmy! Timmy! Für die Liebe! Für die Liebe! Schreibt doch alle mal Erdschien in die Chat! Für die Liebe! Lauter Erdschien! Für die Liebe! Einfach so. Ach, jetzt muss ich ja noch mehr lesen. Ja, oder? Kratz zur Stufe 2! Kratz! Wer bist du? Das ist Fischbär! Oh, Applaus! Kreativer Name! Ja, egal. Ja, gib ruhig an. Meine Zeit ist bald vorüber. Das hast du, ja. Doch eure Zeit nähert sich rasch. Du bist Stufe 90, dann kämpf du doch. Ich sehe große Stärke, gewaltigen Mut und eine unübertroffene Leinheit in der Zelle in euch, Nisha. Eure Ausbildung hat zwar Gladiels begonnen, aber ich denke, dass ihr bereits für größere Aufgaben gewappnet seid. Und nein, das erzähle ich nicht jedem x-beliebigen Bundle, der hier kommt auf die Server. Das sag ich nur euch. Das sagt ihr doch nur, weil ihr vorhin meine Gefühle verletzt habt. Nein, nein, ich erzähle das nicht dem Bundle, der da drüben gerade Level 2 erreicht hat, ebenfalls. Okay, geht die Treppe hinunter und überquert die Blöcke. Dort werdet ihr Yaomin Law finden. Warum heißt er eigentlich Law, wenn ich Law gar nicht ausbrechen kann? Einen unserer erfallensten Schüler. Fordert ihn heraus und besiegt ihn in einem ehrenhaften Kampf. Dadurch werdet ihr den ersten Teil eurer Ausbildung abschließen. Besiegt Yaomin Law. Okay. Habe ich eigentlich inzwischen schon wieder was Tolles bekommen? Jupp. Rüstung für meinen Po. Einen Runenstein habe ich auch. Paints ist jetzt online. Paints, du bist online. Spielst du auf dem gleichen Server mit mir? Machen wir Panda-Koop. So. Mein Rucksack. Wo habe ich eigentlich meinen Rucksack? Unter meinem Popo? Nee. Nee, wo habe ich meinen. Hab ich den? Oh, jetzt habe ich eine Panda-Tatze vorne drauf. Oh, die ist so niedlich. So. Wo wollte ich hin?
wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Wo muss ich... Ach, da. Guck mal, da ist so ein riesiger gelber Pfeil auf der Karte da oben. Ich frag mich, ob der mich in die Richtung führt, in die ich gehen muss. Oh Gott, ist das schön hier. Guckt euch mal die Insel an. Tal der des abbrechenden Morgens. Boah, ist das schön hier. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, gut, dass ich keinen Fallschaden kriege. Nein, natürlich gibt es hier Fallschaden. Auf der anderen Seite der Brücke. Da gehe ich in die Richtung. Nein, das war ja. Ja, das ist falsche Richtung, ich weiß. Was ist das denn? Egal. Ja, ich bin bereit. Guckst du mich gefälligst an, wenn du mit mir sprichst? Schör, Arschlack, ey. Was? Wo wollte ich? Ah, ich habe den Kreis gedreht. Ich will nicht gegen den kämpfen. Ich will nicht gegen den kämpfen. Ich habe Angst. Ja, nein, ja, Angst. Ja, Kung Fu Panda Online. Das ist so schön. Hi. Hinter der Brücke. Der da. Ich will aber nicht kämpfen. Eine Herausforderin nähert sich. Ich schleiche mich von hinten an. Und Überraschungsangriff. Hast jetzt nicht mitgerechnet, ne? Aua. Hey, ja! Oh, das tut mir leid. Ich wollte dich nicht in die Luft sprengen. Hey, ja! Hey, ja! Hey, ja! What the fuck? What the fuck? Was geht ab, Alter? Ja, dann. Gut. Was zum Henker macht der da? Warum hat er sich in einen kleinen Vogel? Aua. Aua, aber musst du nicht einen kleinen Vogel vom kleinen Vogel? Und ich schläfer dich jetzt ein, pass auf, du. In die Eier! Hörst du mal auf, das ist. Wo ist der Vogel? Was für ein Vogel? Wo kommt der Vogel? Was ist das? Ich verstehe gar nicht. Pandler-Adler-Identitätskrise, würde ich sagen. Ja, genau. Pandaren sind schon lange Bestandteil von World of Warcraft, beziehungsweise von Warcraft. Andeutungen gab es in World of Warcraft. In Warcraft gab es sie schon länger, immer mehr so als April-Scherz. Identitätskrise. Bin ich ein Vogel und bin ich eine Panda? Na gut, dann gehe ich jetzt mal zu Meister... Ihr wisst schon, dem. Lord Voldemort. Hallo, Meister Chang-Chi. Vergesst Verletzungen, aber vergesst niemals Güte. Ich werde die Güte niemals vergessen. Silbel Eidluck und Nischel, es scheint, dass ihr als Mönch tatsächlich den richtigen Pfad gewählt habt. Lala. In so kurzer Zeit habt ihr gezeigt, dass in euch das Potenzial steckt, eine wahre Meisterin Eule Klasse zu bilden. Mönch, das Ausbildungsgelände liegt in euch. Und nun müsst ihr euch beweisen, indem ihr eine gleich und gleich größere Herausforderung annehmt, die bislang noch keiner meiner Schüler bewältigt hat. Obwohl alle 5 Minuten 500 neue Leute auf die Server kommen und ich ihnen das Gleiche erzähle. Bitte kehrt zu Hua zurück, dem Geist des Feuers im Tempel, der 5 Sonnenaufgänge. Meine 2 besten Schüler neben euch werden euch bei dieser Aufgabe bitte unterstützen. Sucht zunächst bitte Eiser Wolkensengel auf. Klingt nicht sehr chinesisch, ist es auch nicht. Ihr findet sie beim Teich in die Westen. Nicht vorzustellen, was passieren würde, wenn Honey Kung Fu lernen würde. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe Taekwondo Unterricht gehabt. Eine viele Jahre lang habe gelernt, gute Taekwondo. Mach einen schönen Tritt mit Fuß in die Eier. Wo habe ich eigentlich mein Trinken gelassen? Wenn ich den spreche, kriege ich irgendwie Halsschmerz. Brust trinken. Wuhu. Verdient Honey eigentlich nur Geld mit YouTube oder macht sie auch was anderes? Fragt irgend so ein Typ im Chat. Von YouTube-Geldern leben können. Schöne Traumvorstellung. Ich habe 3 Berufe. Und keiner davon hat was mit YouTube zu tun. Verstehst du? Sure. Aslak, auf Befehl. So, was? Nein. Sprecht mit Händler Lorvo bei Fußteich. Bei Fußteich. Okay. Fußteich. Geh ich mal. Tschüss. Mann, ist das schön hier. Boah, da möchte man alle 5 Minuten einen Screenshot machen. Oh, so schön hier. Hallo. Ja, verneigt euch vor mir. Oh, das ist so schön hier. Guckt euch das mal an. Was ist schön hier?
Habe ich erwähnt, dass es schön aussieht? Habe ich erwähnt, dass ich sie ja echt schön finde? Moment, ich muss übrigens mal mein Telefon eigentlich mal richtig vor die Nase setzen. Sekunde. Damit ich hier auch richtig reinspreche, sonst... Popkiller stelle ich gefälligst richtig hin. Und meinen Bildschirm mal so ein bisschen besser zu mir drehen. So, jetzt spreche ich auch ein bisschen direkter ans Mikrofon und dann... ist das viel schöner. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Baby, dreieckige kleine Polygonkaninchen, Baby. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Ich will das haben. Ich kann es nur töten. Oh, ja. So, übrigens, World of Warcraft ist ein brutales Killerspiel. Wir machen... wieder Haustiere haben. Ich will so ein Kaninchen als Haustier. Oh, sie wollte ein Kaninchen mich holen. Was machst du da? Wird das? See me rolling, they hated. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Kennt man ja. Ist normal. Das sieht mir auch jeden Tag. Du hast da was auf dem Rücken. Das scheint normal zu sein. Ah, oh, was ist das da? Eine Schildkröte! Ah, oh, ein Fuchsi! Was ist das für Viecher? Ah! Oh. Ah, oh, sind die süß! Oh, was ist das denn? Oh, guckt ihn euch mal an, wie schick die aussehen. Hm, World of Warcraft auf Ultra-Grafiken, schon lange nicht mehr gesehen. Hallo, Herr DK! Gehen Sie doch nicht weg, Herr DK! Oh, ist der süß! Ich wette, die muss ich später töten. Ich will aber nicht niedliche... Ja, ich muss die später bestimmt töten. Ich will aber nicht niedliche kleine DKs töten. Ich bin total... Ja. Wo muss ich hin? Da ist irgendwo ein Aus... Fragezeichen. Ah, da ist Fußteich. Hallo, Fußteich. Bitte seid leise, sie trainiert. Ey! Du da hinten! Hallo! Trollololololol! Hat sie das jetzt gestört? Sie ist gar nicht umgefallen. Seht ihr? Ey. Fall um. Los. Alter. Na gut, dann nicht. Hanni sieht einen Goblin. Ah, der süß. Ich bin sogar Mondkind. Oder wie die Viecher nochmal waren, niedlich. Also, hatten wir nicht hier auch noch irgendwie... Wir haben doch... Nein. Makros. Chaka, 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 chaka. Woo-woo! Woo-woo! Chaka, 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 chaka. Woo-woo! Süß. Was gibt's denn hier noch? Wie war das noch? Nach vorn, unten, vorn. Schlag! Nein. Nach unten, hoch. Tritt. Wie war das noch? Nach vorn, unten, Schlag, hoch. Haja! Nein, nach unten, Schlag, vorne, hoch, Tritt. Ach, schön. So, was? Ach so, ja. Best. Hi. Bla bla bla, ich bin gekommen, um die berühmte Eiserwolkensänger um Hilfe zu bitten, aber ich bringe es einfach nicht übers Herz, ihre Übung zu stören. Sie ist so selbstsicher, so erfahren, so schön. Ey, Lovo will was von dir. Ich glaub das ja. Ey! Hey, hey, listen! Hey! Naja, gut. Ach, verkauf Sachen, was gibt's denn? Äpfel, Brot, Waldpilzkappen, zähes Stockfleisch. Nö. Berichtet mir von euren Reisen. Berichtet mir von euren Reisen. Ich bin ein edler Padar. Ich komme aus England. Die nächste Runde geht auf mich. Die nächste Runde geht auf mich. Du hast aber einen kleinen Schwanz. Also ich... ich wollte den... Ach, sorry. Seid begrüßt. Weil er ist viel größer. Ich wollte den da hinten drin... So.
what she said. Ich mobbe immer in WoW, deswegen Let's Plays auch nicht. Jetzt müsste ich auch noch was der vorgelesen hat. So. Ihr sucht nach Isa? Ihr solltet sie besser nicht unterbrechen, bis sie mit ihren Übungen fertig ist. Sie spricht mit niemandem, bevor ihre Übung abgeschlossen ist. Könntet ihr mir in der Zwischenzeit vielleicht behilflich sein? Ich hatte etwas Pech mit den Waldgeistern. Oh, bitte, bitte, bitte. Klar, was geht? Möge die Jadeschlange euch leiten. Die Jadeschlange? Willst du mal meine Jadeschlange sehen? Nee, danke, die war nicht. Ich hab jetzt nicht so kleine Hundebabys. Ja, bestimmt. Ich bin gekommen, um die berühmte Bla, sie ist so wunderschön und ich stehe total auf sie, aber ich traue mich nicht, sie anzusprechen. Deswegen ist das eine NPC-Quest, weil. Ja, ne? Gibt einen Erfahrungspunkt, hat voll viel mit Kämpfen zu tun. Gegenstände von äußerster Wichtigkeit. Honigblattschlingel hat mit... Was? Honigblattschlingel, LP, haben meinen Karren umzingelt und die meisten der Übungsmaterialien gestohlen, die ich gerade zum Ausbildungsgelände bringen wollte. Sie waren schon immer Unruhestifter, aber sie sind noch nie so aggressiv gewesen. Ich weiß nicht, was mit ihnen passiert ist. Ich bitte euch, helft mir, die Materialien wieder zu beschaffen. Okay, ich muss jetzt Honigblattschlingel töten, oder was? Geht klar! Der vermisste Fahrer. Mein Fahrer ist den Waldgeistern nachgerannt, der Idiot. Kurz nachdem sie uns angegriffen hatten, warum er auch immer das gemacht hat. Ich glaube nicht, dass sie ihm ernsthaft etwas zuleide tun werden, aber ich brauche ihn hier, damit er mir dabei helfen kann, dieses Durcheinander beim Karren in Ordnung zu bringen. Und das passiert nicht alle 5 Minuten, wenn 500 neue Leute auf den Server kommen. Nein, das ist ein einmaliges Ereignis. Er hat sie in Richtung der Klippen im Norden gejagt. Wenn ihr euch dahin aufmachen solltet, ihr ihn recht schnell finden könnt. Rettet den Karrenfahrer. Wow, ich sehe große Aufgaben auf mich zukommen. Keine Eile. Ich dachte, das ist, ja, keine Eile, was? Okay. Was ist das denn? Mooshaufenkrötenleiche. Aha. Oh. Das waren die Illuminaten. Okay, 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 okay. Gestohlene Übungsmaterialien. Hier. Wo? Wo? Ah, die Anhängchen, die sind putzig. Ah, guck doch mal. Ah, die so komm. Du blöder Arsch. Na, warte. Dich mach ich jetzt fertig. Boah, ich bring dich. Das war so gut. Ich stehe da vor und tötet ihr das. Oh, ich lache mich gleich kaputt. Wo sind denn jetzt die gestohlenen Ausrüstungsmaterialien? Ach ja, World of Warcraft. Das ist so geil. Was geht ab hier? Was, die heißt Moshishi? Muss denn jetzt hin? Ach, das ist so nicht so ein Honigblattstrolch. Ja, warte. Hiya. Das ist ja gar nicht lol. Da kann ich ja gar nicht mit B, Q und E hauen. Stopp. Aua. Ach, die sterben aber süß. Ah. Die Geräusche von denen, Alter. Total geil. Ich hab schon wieder Q gedrückt. Total geil. Oh, da schläft ein DK. Guckt mal. Mit offenen Augen. Ist da jetzt noch einer von den Viechern? War es das schon? Nee. Ist alles leer gefarmt. Hört doch mal auf, die zu töten. Ich will auch noch welche töten. Da hinten waren ja noch welche, ne? Da ist einer. Das ist meiner. Das ist meiner. Jemand klaut ihn mir. Stopp! Hi-ja! Honigblattstreiche, ja! Hi-ja! 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 So, gestohlene Übungsmaterialien. Ist das meins? Wo ist denn noch so einer?
Ist da noch irgendwo einer? Ein Frosch. Bin noch ein Frosch. Ein DK. Da ist noch ein DK. Hat der vorhin einfach das kleine Hasenbaby getötet? Vielleicht kriegt man dann irgendwann das... Ihr wisst schon, was das Tier, wenn man ihn oft genug tötet, aber... Ich töte keine kleinen Hasenbaby. Da, ja, wo kommst du denn schon wieder her? Ich dachte ja, die Illuminaten. Hiya! Hiya! Alles meins. Ist mein Loot. So. Ist denn hier noch einer? Ist auch meiner. Hiya! Hiya! Stirb! Los! Kleiner Honigblattstrolch! Level 3. Was hab ich gelernt? Tigerklaue. Greift mit eurer Handfläche an und verursacht so 13 bis 24 Schaden. Gewährt euch Kraft des Tigers, wodurch eure Angriffe 20 Sekunden lang 10% der Rüstung des Gegners ignorieren. Bis zu 3-mal stapelbar. Boah, stapelbare Fähigkeiten. So, wo ist jetzt noch so einer von denen? Hiya! Hiya! Ho, wahoo! Hiya! Wie praktisch, der respawnt gleich wieder. Das finde ich ja gut. Die Geräusche von den Viechern. Das klingt so völlig behindert. Ach, ist das schön. Ah, ich liebe World of Warcraft. Jetzt macht's auch wieder Spaß mit Champagner. Bin ich doch so ein Furry-Anhänger. So, ich habe hier übrigens was für dich, Mr. Stummelschwanz. Hallo. Hallo. Hallo, der wieder redet. Es ist so süß. So, Gegenstände von äußerster Wichtigkeit. Ihr braucht euch keine Sorgen darüber zu machen, den Waldgeistern etwas zuleide zu tun. Im Endeffekt sind sie einfach nur sehr quirlige Pflanzen. Sie werden schon wieder aufsprießen. Ja, ich hab's gesehen, da ist gleich einer wieder respawned. Vielen Dank, ihr seid ein ehrenhafter Mönch. Ich meine, ihr seid natürlich ein Mädchen, aber ich interessiere mich nur für das Mädchen, das da hinten steht, aber ignoriert mich. Eure Ausbildung trägt jetzt schon Früchte. Und zwar 2 Stück. Alter, die Witze sind nicht lustig. Ja, das tut mir leid. Quest beenden. Mögen euch die Nebel beschützen. Mögen euch die Nebel beschützen. Darius ist fucking OP. Ich mag Draven. Was? Wo? Warum reden die über League of Legends im Chat? Die reden im Chat über League of Legends. Ich verstehe es. Das ist World of Warcraft. Kommt auf eure Welt, Kinder. Boah, so schön hier. Oh, das ist so schön hier. Das ist so schön hier. Hallo. Süß. Oh, die Welt. Die Welt sieht einfach wunderhübsch aus. Guck mal, da drüben ist noch so ein Honigblattstrolch. Und die ganzen DKs, die herumlaufen. So. Was? Alter! Bist du bekloppt? Das, du kannst doch nicht die Fässer klauen. Das geht doch nicht. Das kannst du nicht bringen. Das kannst du nicht bringen. Nee. Das kannst du nicht bringen, Junge. Nee. Stirb einfach ein paar. Hey! Was ist das eigentlich für eine Fähigkeit? Oh, ist automatisch. Oh. Was haben die denn immer? Elementare Schrottteilchen. Klauen die einfach lauter Sachen. So, wo war der nächste Ort, wo ich hin muss? Dahin. Ah. Nee, ernsthaft. Oh, der glitzert. Ich habe den Karrenfahrer gerettet. Lauft weg. Passt auf, da kommen seine Freunde. Passt auf, da kommen sie, seine Freunde. Sind was? Nee, die kommen nicht aus Naboo, oder? Den werde ich nie alleine fertig wagen. Was? Geht ab. Was ist los? Ist cool. Meister Shang hat euch ausgebildet. Danke, Freund. Wagen. Mit denen werde ich nie alleine fertig geworden. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich sollte meinen Wagen suchen. Wagen! Komm her, Wagen! Ah, Wagen, putzi, Wagen, da kommst du. Ah, putzi, Wagen! Hallo, Wagen! Immer noch über Kopf, wie ich sehe. Soll ich dir helfen? Ich glaube, der braucht geistige Hilfe. Ey! Hau ab, du! Hau ab, du! Hiya! Hiya! Die Dinger sprechen wie Jar Jar Binks. Der Typ schreit nach seinem Wagen. Die klauen ihm hier ständig seine Ausrüstungsgegenstände.
Ich liebe den Humor von World of Warcraft. Ich liebe den Humor. Und da schlafen die Case. So. Cool. WoW und LOL kann man schnell und leicht vergessen. Pass auf, da hinten ist Morgana. Was? Wo? Ah. Welcome to the League of Draven. Da. Hallo. Ach, hallo. Sehr liebenswürdig, Mönch. Vielen Dank. Boah, ich krieg einen Händlerranzen. Keine Eile. Keine Eile. Ach, da ist ja auch seine Freundin. Die sieht aber schick aus. Hallo. Nur Disziplin und Übung lässt uns unser Potenzial ausschöpfen. Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen, Mönch. Ich heiße Aisa und bin eine Anhängerin der Tushui. Ich habe viel Zeit mit Nachsinnen verbracht, seit Meister Shang mir offenbart hat, dass die Suche nach dem Geist des Feuers unsere Aufgabe sein würde. Ich weiß, wo er sich aufhält, aber nicht, wie man zu ihm gelangen könnte. Die Antworten sind allerdings zum Greifen nah. Folgt mir zur Höhle der Meditation gleich in der Nähe. Sie ist ein Ort großer Weisheit. Ich werde dort meditieren und meinen Geist öffnen. Dann wird der Weg sich uns offenbaren. Okay, das bedeutet, wir müssen jetzt Aisa, während sie meditiert, beschützen. Trefft mich doch bitte in der Höhle. Okay, ich treffe euch in der Höhle. Boing. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Das sind die Gummibären. Doing, doing, doing. Bounce, bounce, doing. Ach kommt bitte, ihr habt auch alle daran gedacht, als sie gerade da so über den Berg gesprungen ist. Bitte, ihr habt alle genau das gleiche gedacht. Mutig und tapfer, so denkst und gläubig. Was muss ich meditieren? Ja, okay, töten. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Da kommt noch mehr. Hey, ja. Oh, ja, ich will auch welche töten. Ich will auch Erfahrungspunkte. Ich kann das noch nie tun, das ist egal. Button Smashing. Sins. 11 Jahre. Willkommen. Willkommen. Yay! Yeah. Kleine nervige Pesthöhlen. Sterbt. Los, Attacke. Ich muss näher ran, na gut. Tötet den kleinen Honigblatt-Rudelstifter. Das sind Rudelstifter. Lustige Geräusche, die machen, sind echt heilig. Ich bin außer Reichweite. Oh, der da noch. Schade, dass sie keinen Loot dabei hatten. Das wäre echt gefährlich. Ich kann das nicht tun. Du kannst das wohl tun. Gleich haben wir's. Ja. Stirb, du kleines, listiges. Was ist das? Unser Pfad offenbart sich. Sprecht mit Meister Shang-Chi. Er wird wissen, was zu tun ist. Okay, auf, zurück zu Meister Shang-Chi. Tada. Ich freue mich, euch zu sehen. Danke, Meister Shang-Chi. Also, der hat echt eine angenehme Stimme. Echt eine andere, angenehme Stimme. So. Ich sollte ihn vielleicht auch wieder so sprechen, aber dann geht das auf die Stimmbänder. Der Weg der Tushui. Euer Weg ist vorgezeichnet. Ihr werdet diejenigen sein, die den Geist des Feuers neu entfachen und in die Sicherheit des Tempels zurückführen. Das habe ich zwar dem Pandel, der Gladde eben ein neues Level erleichtert, schon gesagt, aber ist doch egal. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass ihr mit Eis, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, zusammenarbeitet. Sie ist stark und weise. Ihr könnt ihr vertrauen. Aisa? Aisa? Aisa. Quest beenden. Oh, tada. Ein weiterer meiner talentiertesten Schüler wartet in Fu Song im Nordwesten auf euch. Ihr werdet feststellen, dass er in vielerlei Hinsicht anders denkt und handelt als Aisa. Aber durch ihre Unterschiede bringen sie sich gegenseitig ins Gleichgewicht. G-Foil-Pfote wird euch beim Sammeln der Opfergaben für den Geist des Feuers anleiten. Vertraut auf seine Weisheit. Also müssen wir jetzt mit der Feuerpfote sprechen. Geht klar.
Wie sieht's mit unserem Beutel aus? Da haben wir doch jetzt wieder neuen Krams gekriegt. Ja. Ja, die tragen wir noch gar nicht. Das können wir nur verkaufen. Das bringt uns noch nichts. Ja, geh da mal da rein. Kann man die stacken? Nein, das ist... inaktive Elementarspur. Was ist das da? Kleiner Zuckerrohrstängel. Oh, kleiner Zuckerrohrstängel. Wo machen wir jetzt hin? Dahin. Okay, wir müssen zur Feuerpfote. Könnten vorher aber noch ein paar von denen da umbringen. Das macht so einen Spaß. Aber die sind so hübsch. Ich finde die niedlich. Findet ihr nicht auch hübsch? Die sind doch total schön gestaltet. Honigblattstrolch. Honigblattstrolch LP. Töten. Hi. Nicht bereit. Ich kann das nicht angreifen. Ich kann das nicht angreifen. Es ist bereits tot. Das habe ich verpasst, fragt Kaktus seinen Chat. Ja, wir spielen World of Warcraft, sexueller Belästigungspanda-Add-on. Stop! So, stop! Stop! Ach, was macht der da? Ach, ist das drollig! Ach, ist das drollig! Boah, die Gegner hier sind so liebevoll gestaltet. Hast du deinen Kopf da ernsthaft reingesteckt in das Fass? Ach, süß. Oh, Kaninchenbaby. Oh. Hani, pass auf, du weißt, was mit dem letzten Kaninchenbaby passiert ist. Wohin? Dahin. Ich laufe schon wieder völlig falsch. Dupp-di-dupp. So, wer von euch hat denn eigentlich alles World of Warcraft installiert und spielt es auch regelmäßig? Und wer von euch hat eigentlich schon World of Warcraft Mists of Pandaria? Das würde mich jetzt mal interessieren. Spielt ihr auch? Und wenn ja, auf welchen Servern spielt ihr so? Spielt ihr lieber PvP, PvE oder gar halt auch auf Rollenspielservern? Also ich habe eine Zeit lang auf dem Rollenspielserver gespielt. Ganz früher habe ich auch... Warum habe ich so hässliche Klamotten an? Das ist unglaublich. Ich habe ganz früher auch mal auf einem Rollenspielserver gespielt. Da gab es aber... Das war noch die Beta für Mac. Das war mal sehr lustig. Da hatten wir mal viel Spaß. Boah, der hat hier die gleichen hässlichen Klamotten an. Er hat ein Bart, das muss Kronk sein. Ich geh mal weiter. Was ist denn hier alles gestorben? Was für ein hier sind Affen. Was, wir müssen jetzt Affen töten, aber ich mag doch kleine Äffchen. Hallo, G, Feuerpfote. Wir verstehen uns. Wir verstehen uns, Gegner. Ihr seid gegrüßt, ihr seht selbstsicher und zuversichtlich aus. Das gefällt mir. Ich habe einige recht beeindruckende Gerüchte über euch gehört. So wie bei den anderen 500 Leute, die sekündlich auf den Server joinen. Wenn ihr nur halb so fake seid, wie man sagt, ne? Ich habe das Gefühl, sure, dass wir gute Freunde sein werden, Bro. Ich meinte, sis, wie auch immer. So. Okay. Tada! Punkte! Wir werden diese teuflischen Affen, Alter, die über diese Siedlung herfallen, wir nennen diese tödlichen Affen Hosen. Normalerweise bleiben sie unter sich, ne? Aber sie spüren, dass irgendwas schlimm ist, bevor ich steh, und fangen deshalb an, sich Vorräte zusammenzustellen. Für ein Problem wie dieses gibt es nur eine Lösung. Eine drastische Lösung. Diese Affen werden verschwinden, wenn wir sie dazu zwingen. Unsere Siedlung und damit diejenigen, die wir lieben, nicht zu verteidigen, wäre das wahre... Ah, verdammt, da kommt eine kleine Affe, der greift hier. Verbrechen. Das ist der Weg der Hurschin. Geht klar, Murat, geht klar. Au, ich habe einen Affen auf dem Kopf. Ich kann das noch nicht tun. Kannst das wohl tun. Greif ihn an. Stirb, Affe. Mein Loot. Oh, ich habe Kupfer gekriegt. Ein Kupfer, boah, ich bin... Okay, wir kämpfen jetzt hier also gegen Affen. In Ordnung. Das ganze Gebiet hier vor uns. Ah, klar. Boah, wie viele von euch World of Warcraft nicht spielen? Also ich habe... World of Warcraft hat mir am Anfang nicht so gefallen, aber später... Da kam dann so ein Punkt, da muss ich ehrlich sagen... Es hat mir viel Spaß gemacht, aber dieses Add-on hier, das ist mir am sympathischsten. Stirb! Oh! Heia! Tada! Stufe 4. Ich werde immer stärker. Das ist so ein Affe. Fucho-Style! Ja, das kann ich auch. Pass bloß auf. Stirb! Okay. Auch
bisschen was bekommen? Da sitzt auch noch so einer. Oh nein, er hat einen Bierkrug. Er ist betrunken. Also, ich reife sie schon an. Ich kann das noch nicht tun. Kupfer, ja, nimm's doch mit. Ah, das ist ein Gebräudieb. Das sind das, die Affen sind betrunken? Die Affen sind betrunken? Was zum Henker? Ich finde, World of Warcraft unterscheidet sich von so vielen Spielen nicht. Wenn ich das jetzt mal so ganz ehrlich sagen darf, bin ich schon fertig? Nee. Hey! Ich weiß nicht, warum viele Leute was gegen World of Warcraft haben. Ich finde das irgendwie keinen Grund. Ich spiele zum Beispiel hier das wegen den Quests, nicht wegen PvP oder so ein Zeug. Ich spiele tatsächlich die Quests. Lese ich auch alle. Das macht Spaß, die Geschichte und all das. Die Orte erkunden. Das ist dermaßen bereit. Ich sehe das doch. Nicht tun. Alter, ich... Ah, ich habe einen Affen auf dem Kopf. Ah! Lass mich! Nur ein toter Affe ist ein guter Affe. Ich loote den nochmal. Ich hab doch schnelles Plündern eingeschaltet. Der ist ja schon wieder da. Die stehen ständig von den Toten wieder auf. Das kann ich nicht so akzeptieren. Nein. Derpy derp. Das ist zu weit entfernt. Was? Ich greife doch gar nichts an. Das ist zu weit entfernt. Genau. Hört sich seltsam an, wenn man nicht hinguckt. Honey erzählt und dann kommt dazwischen immer so Affengebrüll. Das war jetzt allerdings ich. Zögert nicht. Handelt. Ihr habt aber Mumm in den Knochen. Ich glaube, wir werden miteinander gut auskommen. Sure. Nee, jetzt habe ich in Russisch gesprochen. Das geht nicht. Schaffbefehl muss ich. Ja, ich hab, du hast Mumm in den Knochen, Alter. Ich glaube, wir werden miteinander gut auskommen, ey, du Opfer. Hast du mich gerade Opfer? Die Tugend ist der Tatendrang. Das einzig zweite Verbrechen ist Untätigkeit. Ja, wir müssen das Feuer entfachen. Randale, Randale, Edna, Edna, Randale. In unter dieser Angelegenheit erledigt die Schloss und soll so beginnen. Hua, der Feuergeist, der Geist des Feuers, hungert nach trockenen, hadrigen Wurzeln. Ist nicht wahr, ne? Alter, du kleines Stück. Gehst du von mir runter. Ja, ich geb dir auch mal gleich einen Affen. Gib dem Affen Zucker, Schätzchen. Gib dem Affen Zucker. Ja, ja, da kannst du aber mal gucken. Ich steck hier meine Angriffe. Kleiner Miststück. Also, was ich sagen wollte, war, ey. Hua, der Geist des Feuers hungert nach trockenen Hartriegelwurzenspänen. Und Cerealien in die Füllung. Hartriegel wächst im Wald südlich des Dorfes. Sollte schon leichtes sein, ein paar Wurzeln zusammen, ey. Willkommen. Die Flammen schüren. Das Eigenartige am Wind ist nicht, dass es durchaus schwer sein mag, ihm in die Finger zu bekommen, ey. Also Wind fangen, du verstehst schon, ist nicht so einfach, ey. Meiner Meinung nach ist die beste Methode, eine Art lebendige Wind zu finden, Alter. Wenn er mir eine verpassen kann, dann kann ich ihm auch eine verpassen. Und der wird mir nicht einfach davon wehen, ey. Alter, ich mach den Wind platt, Alter. Ich mach den Wind Murat, ey. Dem Wind, ey, ne? Den mach ich voll platt, ey. Schwör, Digga. Er macht euch auf den Weg zum Schrein der Sommerbrise. Brise, One Touch. Und beschwört mit diesem Windstein einen solch lebendigen Wind, ne? Ist krass. Bezwingt ihn, nehmt ihn eine flotte Brise. Also, ihr weißt, was ich meine. Und kehrt zu ihm zurück. Zurück, damit wir entscheiden können, wie der nächste Schritt aussehen wird. So. Es geht klar. Beschafft eine flatternde Brise. Der Dicke neben dir sieht so aus, als hätte er auch eine flatternde Brise. Ich geh mal weg. So, wo gehe ich denn jetzt? Wo muss ich denn hin? Ich muss erstmal Hartweizenriegel besorgen. Cerealien für die Milchfüllung. Ja, gib dem Affen ruhig mal ein bisschen Zucker. Hallo, Affen. Ah! Hier, nix da. Hujo-Style. Du pass bloß auf, ich spiele Wukong in League of Legends als zweiten Main, ey. Ich weiß, wie man mit Affen umgeht. Ich kann tote Ziele nicht angreifen. Jetzt loote das gefälligst. So kämpfen die gegen die schönen Füchse. Muss ich das... Ach, die hat einen Affen auf dem Kopf. Ach so. Nicht mein Problem. Ich muss alleine mit klarkommen. Ich helfe hier nicht. Sie überlaufen. Oh, Glitzer. Glitzer, Hartweizenriegel. Ja, ich weiß, es ist irgendwas anderes mit Ist es völlig irrelevant? Wir holen jetzt Cerealien. Eine Wurzel. Cerealien für die Milch. Was ist das denn? Ist das denn? Ha! Du kleines Miststück. Ich sag dir. Ho, ho. Ho. Das Maul, Mann. Ja, Honey, dass du mit den Wukong gut umgehen kannst, hast du vielleicht schon gesehen. Du hast aber nicht gesehen, dass ich meine letzten 6 Spiele mit Wukong haushoch gewonnen habe. Ein toter Affe. Was? Windstein?
Geht klar, lebendige Luft beschwören. Furzt der Stein mich jetzt an? Oh, au. Aua. Lebendige Luft. Eine ruhige Brise weht durchs Land. Ich besiege die lebendige Luft. Ja, ja, ne? Kannst du mal sehen. Flatternde Brise. Flatulenz 3000. Wow, was ist das denn hier? Ey! Folgt mir das jetzt? Nee, es hört auf. Da ist die Leiche. Okay. Ich muss aber noch ein bisschen Cerealien für die Kinderriegel sammeln. So. Gestern ging Nulo seine History nämlich anders aus. Was? Nein, meine History sah gut aus. Ich habe nur Siege drauf. Ich habe nur Siege drauf. Ich habe immer nur Siege. Ist egal, ob ich nichts töte oder ob ich immer AFK war. Ich habe mit meinem Team gewonnen, sure. Da glitzert ja auch noch was. Hallo, Affe. Komm her. Kommst du her? Willst du dich gefälligst töten? Kaninchen! Kaninchen! Ey, geh weg, ich will das Kaninchen! Hörst du ab, du? Ja, gib mir die Kupfermünze. Kaninchen, Baby! Oh, es ist so süß. Ich will so eins als Haustier haben. Ich will so ein Kaninchen als Haustier. Ich will so ein Kaninchen haben. Das ist voll süß. Och nö, ah, ich war gerade beim Looten, Alter. Geht's noch? Na. La 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 la. Geh weg, lass mich. Au, ah, du blödes kleines. Au, geh runter von. Ich geb dir gleich noch nicht bereit. Fenfeng haben wir jetzt platt gemacht. Was da läuft denn da hinten rum? Okay. Attacke! Wie du das tun kannst. Ey! Du gehst so runter von meinem Kopf, Mann! Ich glaub, es geht los! Kriegst du Stab ins Gesicht? Ach, Kupfer. Was war das denn? Da lief doch was. Was bist du denn für ein süßes kleines? Oh, das will ich auch als Haustier haben. Ah! Oh, ah, du bist aber süß. Oh, ich wette, man muss die Viecher töten, damit man ein Haustier kriegt. Ah, oh, das will ich aber nicht. Ah, oh, das kaufe ich denn lieber später überteuert im Handelscenter. Ah, oh, so süß. Ein Ratschfratsch. Ein Ratschfratsch, voll süß. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Schwimmen? Das sind die Gummibären. Mutig und tapfer, so lala und gläubig. Lala, ich kenn den Text leider nicht. Der hat ein süßes Bambi als Haustier. Ich will das auch. Wo kauft man dann das? Gummibären hüpfen überall und hier und dort. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Pandaria-Gummibären. Boing, 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 boing. Ach, der kämpft alleine gegen den. Ist alles okay. Ey, ich hab dir alles besorgt. Schön, euch zu sehen. Was? Er heißt Pandomaso? Ah, ich will weg. Das ist Pandomaso. Sexuelle Belästigung ist Pandomaso. Komm. Oh Gott! Ey, Pandomaso, Gratz für ein neues Level. Ja, ich sag euch jetzt ausnahmsweise den Server, weil ihr wisst doch, also wenn ihr meine World of Warcraft Video. Ey, so runter von mir, du Hotzenfen, du blödes Stück. Wenn ihr meine World of Warcraft Videos gesehen habt, wisst ihr, auf welchem Server ich spiele, und zwar immer auf BlackRock. Schön, euch zu sehen. Ich höre krass, freut mich auch. Ich hoffe, dass ihr euch nicht zu fein seid, euch die Hände schmutzig zu machen. Ich habe kein Problem. Nisha, ihr seid zurück, Alter. Wie sehr habt ihr die Wurzel mitgebracht? Ihr seid kein Mädel, das lange fackelt, du was? Die hat einen Hasen, aber das ist nicht einer von den Babyhasen. Die höchste Tugend ist der Tatendrang. Krass, Mann. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, ist es unsere Pflicht, sie zu ergreifen. Eine Entscheidung im Nachhinein zu verschwenden, ist genauso viel wert, wie gleich Schuhe aufzugeben. Ja. Ja. Ihr wisst, was es heißt, eine Gelegenheit beim Schopfes zu packen. Ich denke, dass wir beide aus dem selben Holz geschnitzt sind, Nisha. Sure, Aslak, wir sind die besten Freunde.
Stiefel? Stiefel. Boah, sehen die dumm aus. Hosen? Hosen. Boah, ist das eine hässliche Rüstung. Warum sind die Rüstungen so hässlich? Vergesst Verletzungen, aber vergesst niemals Güte. Vergesst niemals Güte. Kann man jetzt nicht eigentlich auch die Sachen, die man anhat, irgendwie so dem Aussehen anordnen? Dass das das Aussehen von bla und bla hat? War da nicht irgend sowas? Akademie, das Shanxi, freundlich. War da jetzt nicht? Hatten die nicht? Gab's da nicht irgendwie sowas? Ist das hier eigentlich Titel? Ausrüstungsmanager. Aha. Kann man hier alles in Beutel platzieren. Aha. Ist der Sound schon wieder weg? Ich hab wieder einen Affen auf meinem Kopf! Unsere größte Prüfung steht uns noch bevor. Nee, Sound läuft gut. Ich habe zu wenig Energie. Du hast nicht zu wenig Energie, du bist einfach faul. So. Wo ihr wandelt, da erblüht Größe. So, Meister Chunksy, was habt ihr denn für mich vorzubereiten? Ihr habt euch soweit gut geschlagen, meine Schülerin. Ihr seid die Besitzer benötigten Materialien, um die Geistesfeuer neu zu entfachen. Ihr erwartet euch in der Höhle im Südwesten, aber ihr wird von Meister Li Fei bewacht, dem Pandalenältesten, dem ihr in der Höhle der Meditation begegnet seid. Begebt euch mit den Opfergaben zu ihm, beweist euch und findet dann Okay, geht klar. Geht klar. Ich muss da lang. Okay. Oh, was ist das? Oh, ist ein Frosch. Oh, Schildkröte. Oh, Putzi. Oh, Putzi. Oh, sie süß. Oh, sie süß. Oh, sie süß. Oh, kleine Putzi. Oh, Putzi. Oh, die kleine Putzi. Oh, die kleine Putzi. Oh. So. Ah, was du mal süßes Haustier? Wo ist das her? Wo ist das Haustier? Wo ist. Ah! Ah, wo kriegt man diese süßen Haustiere her? Ich will. Au! Wo kriegt man die her? Weiß das jemand? Ich will auch. Tal des anbrechenden Morgens. Na gut, dann gehen wir jetzt also mal weiter in die Höhle und beweisen, dass wir in der Lage sind, wie alle anderen 500 Leute, die hier mitlütig auf den Server joinen, den Weg des Mönchen zu gehen. Oh, ein Hüpfspiel, ein Hüpfspiel. Schwimmen? Oh, das geht nicht. Kann ich in ein Hüpfspiel? Oh, hopp. Nein, zwei. Hopp. Perfekt. Der Feuergeist ist aufgebracht. Es wäre gefährlich, den Tempel jetzt zu betreten. Nö, ich geh trotzdem. Dupp-di-dupp. Ich hab doch Ninja ins. Der hat ein Eichhörnchen als Haustier. Warum hat der ein Eichhörnchen? Ich will auch ein Eichhörnchen als. Wie kommt man an die niedlichen, niedlichen Haustiere? Oh, Seeros. Ich will auch so ein Haustier. Kaufe ich mir später für Gold. Meister Li Fei. Der sieht etwas transzendent aus. Berichtet mir von euren Reisen. Oh mein Gott, das ist Bane. Im Leben geht es nicht darum, sich selbst zu finden. Es geht darum, sich selbst zu formen. Es liegt ein Weg vor euch, aber ihr selbst wählt die Prüfung, denen ihr gegenübersteht und die Prüfungen, die ihr bestehen werdet. Wo ist der Auslöser? Wo ist er? In deiner Hosentasche. Ja, sorry für the Darkman Rises Insider. Der redet so viel, das ist gemein. Ihr habt einen starken Geist und einen starken Willen, aber euch fehlt die nötige. Euch fehlt die Fähigkeit, um mir im Kampf gegenüberzutreten. Euer Körper muss den Kampf bestehen, aber in Wirklichkeit ist es euer Charakter, der geprüft werden soll. Lasst uns Chancengleichheit herstellen. Nehmt diese Fackel, zündet sie im Kohlebecken neben mir an und benutzt sie, um die drei erloschenen Kohlebecken um den Teich herum anzuzünden. Entzündet eure unangezündete, herausgeforderte Fackel am Knochenbecken, das ist klar. Möge der rote Kranich für immer in eurem Herzen wohnen. Ich will aber nicht, dass ein roter Kranich für immer in meinem Herzen wohnt. Was muss ich machen? Ich habe gar nicht darauf geachtet, was der von mir will.
Herausforderer Fackeln zünden, rote Kohlen, Fackeln entzünden. Ist klar. Ich sag ich nicht rein. Oh. Hier. Die habe ich entzündet. Brenne! Und brenne! Ach, wir drücken es ja noch ein. Oh, die haben alle so süße Haustiere. Wo haben die her? Ich will auch so eins. Reit- und Haustiere. Was ist das denn jetzt alles? Wildtierführer. Zieht das Haustiersymbol auf einen Kampfhaustierplatz. Ach so, man kann ja jetzt mit. Es ist ja jetzt die Pokémon. Du kannst ja jetzt Haustiere. Ich will auch ein Haustier haben. Über eure Minikarte könnt ihr auf ganz andere Tiere finden, die ihr bekämpfen und einfangen könnt. Die Haustierinfo zeigt euch, wie ihr ein Haustier erhalten könnt. Ich bin wieder fast zum Fick. Sobald ihr alle Kampfhaustiere könnt ihr gegen andere Spieler antretet. Kampfhaustierplätze. Hausratte. Aasratte. Was? Ich will aber keine Aasratte. Kleintier. Wie zum Henker? Wie funktioniert das? Wie geht das? Ich will Haustiere, mit denen ich kämpfen kann. Ich will so mit so einem kleinen Kaninchen. Aasratte. Zieht das Haustiersymbol auf eurer. Was wollen die von mir? Klick auf den Namen, um mehr Informationen zu erhalten. Was ist denn mein Kampfhaustier? Ich bin überfordert. Ich glaube, dazu werde ich mir eine Menge Sachen durchlesen müssen. Aha. Aha. Kleintier. 50% kontrolliert. Kratzen kann das Viech einsetzen. Aasratte setzt Kratzer ein. Ah, ich verstehe das überhaupt nicht. Mach dein verdammtes Aktionsfenster auf und such die Aktion Wildtierzähmen. Okay. Du musst nicht beleidigend werden, Kustodem. Ich muss doch erstmal. Ich habe wieder das Standard-Interface. Ich komme überhaupt nicht klar. Charakter, Spezial, Talente, Questlog, Dungeonführer, Spielmenü. Was soll ich auch. Ich bin echt über. Was gibt's hier überhaupt alles? Also das kenne ich noch. Das sieht auch noch aus wie früher. Das ist schön, dass das alles noch aussieht wie früher. Das sind meine Fertigkeiten. Da habe ich jetzt die Tigerklaue. Greift mit eurer Handfläche. Ah, das haben wir ja schon drin. Da habe ich meine Passive. Boah, die gibt's hier alle. Boah, ich freue mich schon drauf, die alle zu. Aha, das sind. Ach, guck mal, ich kann mir meine Passive mal durchlesen. Aha. Da gehe ich jetzt in allgemein. Automatischer Angriff ist klar. Behebefähigkeiten. Immer mal schauen, was die hier überhaupt alles hat. Erhöht eure Kochfähigkeit. Um 15. Ah, oh, ich bin ein Gourmet. Klick hier, um das Hilfssystem zu aktivieren. Boah, es gibt für Noobs wie mich ein Hilfssystem. Innerer Friede. Das finde ich ja cool. Ja, Tony. Er hat Tony geholfen und wird gekickt. Wann lernt man das? Ich habe keine Ahnung. Los, Honey, Singattacke. Ah ja, zum Haustierkampflehrer gehen. Cool, dann muss ich dann in die Hauptstadt. Okay, danke für die Hilfe. Kenn mich doch nicht aus. Brenne. So. Hallo. Welche Weisheit sucht ihr? Diese Feuer werden euch die Stärke verleihen, die ihr nicht erlangt habt. Ihr werdet euer wahres Potenzial erhellen. Nee, du kannst ruhig die URL vom Forum posten, Kustodem. Ich habe keine Ahnung, wie man das. Der Bot würde dich kicken. Das ist aber nicht schlimm. Also, du kannst das ruhig machen. Der Link wäre ja hilfreich. Ich gehe mal gerade kurz aus dem Spiel. Mach's einfach mal. Ich gehe da mal einfach so. Wildtier zähmen. Bla bla bla. Bla 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 bla. Ach, da steht alles. Das ist ja geil. Das ist ja wie Pokémon. Pokémon. Boah, ich hole mir echt mal jetzt was zu essen. Wie immer. Bis gleich.
P-O-K-E-M-O-N, Pode. P-O-K-E-M-O-N, Pokémon. P-O-K-E-M-O-N, P-O-K-E-M-O-N, Pokémon. Und Flora, Fluffeluff, Keife, Schneck, Mag, X, Pat, Quack, So, Noctu, Hundestas, Carabonato, Wabos, Ariados, Lugia, Stalos, Fampi, Aparos. Das ist mir gerade so spontan eingefallen, als wir über diese Haustiersache in World of Warcraft geredet haben. Lugia, Stalos, Fampi, Aparos. Ich zähle auf euch, ich brauche eure Power. Eure Kräfte kann keiner zerstören. So, jetzt habe ich was zu essen hier. Ich beiße jetzt mal gerade in eins meiner Brote rein. Ich kenne das ja, Livestream ohne Honey essen geht nicht. Lecker. Lecker. Ich habe mir mehrere Brote gemacht, ja? Diesmal keine Oreos. Diesmal ist es ein Brot belegt mit Putenfleisch. Ich habe noch nicht festgestellt, dass Pute ein Bad Word ist, weil es in Französisch wohl irgendwas Schlimmes bedeutet. Und dass, wenn man Pute in League of Legends schreibt, dann nur Sternchen, Sternchen, Sternchen da steht. Was habt ihr denn heute alle schon so gegessen? Kein Rind, naja, guten Appetit. Auch gar nichts. Das ist auch das Erste, was ich heute esse. Boah, wir sind schlimm, ne? Wir Gamer, wir essen irgendwie den ganzen Tag lang nichts. Wie kommen die dazu? Ich hab jetzt 5 Kilo einfach abgenommen, weil ich nicht zum Essen komme. Ich hab immer so, oh nö, keine Lust. Pizza? Oh, jemand hat Pizza gegessen. Ich mag euch nicht. Doch, ich mag euch. Kekse! Und du hast eine Currywurst in der Mensa, finde ich gut. Ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Milchreis, auch lecker. Ein Blätterteig-Teil mit Schokopudding und Vanille und so. Aha. Nudelsalat ist lecker. Oh, Tomatensuppe. Döner. Beste Dönerbude in Welt gibt es in Clausthal-Zellerfeld. Also wer mal in Clausthal-Zellerfeld.com, das ist in der Nähe von der Uni, da, dann gibt es da lecker. Lecker Nom Nom Burger. Auch der erste Online-Burger der Welt. Soweit ich noch weiß. Das schmeckt lecker, das Brot. Was ist denn das überhaupt? Das ist ganz dünn. Ich habe das jetzt getoastet. Das ist Zwiebelbrot. Ja, der erste Online-Döner-Burger-Pizza-Dingsbums-Around-Service. Was weiß ich nicht was. Ah, Pute bedeutet Frauen, die sich gegen Geld an sexuelle Belästigungspandas verkaufen. Ich verstehe. Das weiß ich. Okay, gut, deswegen darf man es in LOL und WoW nicht schreiben. Ich habe nämlich nur gesagt, was hast du denn auf deinem Brot getan? Ich habe Pute drauf gemacht. Und alle so, what the fuck, warum ist das zensiert? Was hast du denn geschrieben, Mann? Ich habe nur Pute geschrieben, schon wieder zensiert. Nom nom. Wir haben gleich mein Brot aufgegessen. Gleich geht's weiter. Morgen kommt mein Mund voll. Kurz zu dem, habe ich dir nicht vorher schon gedankt für den Link? Mach ich's nochmal. Danke. Nom 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 nom. So. Gut. Jetzt habe ich gegessen. Jetzt trinke ich noch was. Natürlich trinke ich Red Bull. Was sollte ich sonst trinken?
nichts darüber, morgens einen Red Bull aufmachen und auf leeren Magen hinterkippen. Auf das man später keine Magenwände mehr hat. Hallo, Panda-Mädchen. Hallo, meine kleine Panda-Dame. Die ist so süß, nicht wahr? Ist die nicht süß? Die ist so süß. Achso, wir haben ja mit Meister Li Fei gesprochen. Können wir es beenden? Nächstes Level. Ich werde immer cooler. Was habe ich jetzt hier? Rollt eine kurze Entfernung. Was? Immer mit der Ruhe. Das Leben sollte genossen werden. Blue Barrel. Ach, wie geil. Oh, wie geil ist das. Blue Barrel. Eure Augen verraten, dass ihr viel reist. Ja, Meister Bane. Es ist an der Zeit, dass ihr mir gegenüber tretet. Nun, da diese drei Feuer euer wahres Potenzial erhellen, werden wir Gewissheit darüber erhalten, ob eure entschlossene Seele wirklich würdig genug ist, um passieren zu dürfen. Stellt euch das Feuer einfach vor. Ihr bekommt Stab des Meisters. Ihr bekommt außerdem Brotbeutel. Familie, Freunde. Okay. Heia! 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 Nicht genug Energie. Heia! 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 Ich hab keine Ahnung, ob ich irgendwas da hinten rein... Los, weg hier! Ich fall da nicht drauf rein. Ich muss näher ran. Oh, du Schlitzohr. Haha, auf den Trick wollte ich nicht rein. Heia! Ich bin außer Reichweite. Nein. Ich kann das noch nicht tun. Verdammter Mist! Hier, ich schläfe euch ein. Pam! Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Boah, das dauert lange. So schön, dass ich mich immer wieder regeneriere. Der nicht. So, und sonst so? Spannender, aufregender Kampf. Aua, warum kann er mich treffen, obwohl er ganz weit hinten steht? Das ist voll unfair. Ich bin auch weggerollt. Um Stundenhandel. Ich kann das noch nicht tun. Doch, du kannst das wohl tun. Und jetzt nochmal. Und jetzt nochmal. Ich muss näher ran. So aber nicht. Heia! Heia! Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich finde es ja lustig, wie man einfach so ausrollen kann. Ja, steht da oben rum. Nein, au, 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 au. Boah, das dauert ja ewig. Stufe, Fragezeichen. Humanoid, Boss. Nur die Würdigen dürfen passieren. Nee, im Moment, das war ja Bane. Nur die Würdigen dürfen passieren. Ich habe zu wenig Energie. Bildes Button gesmashe. Ich bin außer Reichweite. Was? Kronk hat es mit zwei fremden Pandas geschafft? Nee, ich schaff das alleine. Ich spiel Minecraft auch auf normal. Ja, ja. Das ist zu oh, nur die ganz Harten spielen das so. Geh weg. Was? Ich hab ihn besiegt. Ich bin unsterblich. Ihr habt das Recht, da lang vorzufahren. Hua befindet sich dort. Ihr seid herzlichst willkommen. Erinnert euch stets daran, dass der überlegene Krieger durch seine Taten glänzen, aber seine Worte maßvoll wählen sollte. Ach, schön. Ihr habt euch als würdig erwiesen, Mönch. Oh, der Geist des Feuers ruht in der Kammer hinter uns. Lasst ihn sich an den Spänen, die er gesammelt hat, nähren und benutzt den Wind, um seine Flammen anzufachen. Indem ihr dies tut, werdet ihr ihn euch geneigt stimmen. Okay, sobald er entfacht und gewillt ist, führt ihn zurück zum Tempel der fünf Sonnenaufgänge, dem hochaufragenden Gebäude im Zentrum der Insel. Möget ihr eure Leidenschaften beherrschen lernen. Geht klar. Questgegenstand.
neue Sachen für den Pop, das habe ich nicht. Stab des Meisters habe ich aber. Oh, Superaufgaben. Na klar. Ah, das ist der Text von der Gummibärenbande. Gut. Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig, fröhlich und frech kämpfen sie auch für dich. Leben im Wald unter Bäumen und Steinen, in ihren Höhlen, da sind sie zu Hause. Sag mich nicht hoch, das ist hoch für mich. Gummibären. ja, jetzt müssen wir irgendwelches Feuer entfachen. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Soll ich überhaupt reinspringen? Ich spring mal hier rein. Feuer! Wie macht man das denn? Mal auf damit, Mädchen. Ach so. Jetzt verstehe ich nicht. Oh. Ah, ist der hübsch. Ah. Der sagt ja gar nichts. Durch das grelle Licht hindurch sieht es fast so aus, als würde Ho lächeln. Er scheint sich vor euch zu erwärmen. Ho springt aufgeregt hin und her. Er ist offensichtlich bereit, euch zu folgen. Meister Shang Tsing hat euch aufgetragen, Ho zu ihm zum Tempel der 5 Sonnenaufgänge im Zentrum der Insel zu bringen. Ihr solltet euch auf den Weg machen. Okay, klar. Oh, ich habe ein Haustier. Meiner. Folgt mir. Ach, ist das süß. Der ist aber niedlich. Boah, das ganze Spiel ist niedlich. Da muss ich ja wieder. Da muss ich aber ganz schön weit laufen. Ach so, V, dann blende ich die Lebensbalken von Gegnern ein. Ja, stimmt. Ich erinnere mich, da war doch was. Hallo. Oh, ihr folgt mir. Oh, es ist drollig. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Da sind ja schon wieder Affen. Oh, kommt mir bloß nicht so nahe, Kinders. Ein Frosch. Hallo, kleiner Frosch. Hast du... Sie hat da gerade Insekt gefressen, ist das drollig. Was? Wo? Oh, du... Ne, nicht mit mich. Ne. Das ist nicht witzig. Hast du... Oh, Gott. Ja, gehst du runter. Ja, versuch mal, mich auf den Kopf zu springen, wenn ich eine Rolle mache. Haha. Ha. Tot wart er. Jetzt bin ich... Was? Nee, richtige Richtung. Okay. Schon wieder so ein Affe. Hm. Oh. Heia! 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 Ich muss zuerst etwas anvisieren. Entschuldigung, dass ich die Taste gedrückt habe, während er schon tot war. Dup-di-dup. Oh, das ist so ein kleines Kaninchen. Stopp. So. Würdest du Adventure Maps annehmen und spielen? Also nicht als Let's Play, sondern allgemein. Wenn, dann würde ich es nur als Let's Play machen wollen. Und nicht so random als sonst was. Aber werde ich nicht machen. Weil, warum sollte ich Adventure Maps spielen? Das macht nicht so viel Spaß. Ist das Ho? Ja, steht zumindest über seinem Namen. Ja, ist es. Gut gemacht, Nisha. Dankeschön. Folgt mir, mein Kleiner. Ho? Boing, boing, boing. Hallo. Ignoriere mich doch einfach. Das sieht so süß aus, wie sie hier die Treppe da so hoch. Boah, so viele Treppenstufen. Schwimmen? Hui! Oh, wie hübsch. So, ich muss ja... Willkommen hoch. Ah ja, perfekt. Das Volk hat eure Wärme vermisst. Also ist der Flammengeist jetzt wieder unser Wächter. Cool. Hallo! Ach, cool. Das ist ja schön gemacht. Okay, haben wir es geschafft. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich auch, euch zu sehen, Meister Shang-Chi. Nisha, ihr habt euch sehr gut geschlagen. Der Geist des Feuers ist hier. Die Flammen des Tempels sind neu entfacht. Ihr habt eure letzte Herausforderung bestanden.
Und ohne große Mühe, wie es scheint. Es gibt auch einen sehr guten Grund dafür, Huon in den Tempel zu bringen. Es ist an der Zeit, dass ich euch mehr über die bevorstehenden Ereignisse erzähle. Ihr habt sämtliche Aufgaben gemeistert, die ich euch gestellt habe. Ihr habt Huo gefunden und ihn sicher zum Tempel gebracht. Jetzt stehen wir einem viel größeren Problem gegenüber, meine Schüler. Shenzhen Su leidet Schmerzen. Wenn wir nicht handeln, wird unsere Welt sterben und wir mit ihr. Wir müssen mit Shenzhen Su sprechen und herausfinden, wie man ihm helfen kann. Und um das zu tun, müssen die vier Elementargeister zurückgebracht werden. Huo war der Erste. Ji, ich bitte euch, zum Dailo-Bauernhof zu gehen und Wugu zu suchen, den Geist der Erde. Bin dabei. Tschüss. Ich möchte, dass ihr zu den singenden Teichen geht, um Shu zu finden, den Geist des Wassers. Ja, Meister. Und ihr, ihr sollt die Hand sein, die uns alle leitet. Sprecht kurz mit mir, bevor ihr zu Aisa an den singenden Teichen im Osten geht. Okay, geht klar. Dann spreche ich kurz noch mit euch, weil ihr dieses Ausrufezeichen über den Kopf habt. Meine Zeit ist bald vorüber. Doch es ist eure ja Zeit wirklich toll, dass du das immer wieder erzählst. Ich finde das echt jedes Mal wieder aufregend. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass wir die drei verbleibenden Geister ebenfalls unversehrt zurückbringen. Ich bin zu alt, um dies selbst zu bewerkstelligen, und Aisa und Ji sind trotz ihrer Stärke zu engstirnig, was ihre Ideale betrifft. Ihr besitzt alle Qualitäten einer Heldin und zusätzlich eine Ausgewogenheit, über die sie nicht verfügen. Ihr seid diejenige, die diese Aufgabe erfüllen muss. Shu, der Geist des Wassers, befindet sich irgendwo in den singenden Teichen, östlich von hier. Sucht dort Aisa auf und arbeitet mit ihr zusammen, um ihn zu finden. Wir alle verlassen uns auf euch. Geht klar. Danke, Herr Pandamann. Okay, das soll es aber für heute auch erstmal gewesen sein, weil Mi jetzt noch ein bisschen arbeiten muss und ich wollte so die ersten Minuten World of Warcraft einfach mit euch spielen. Ich habe ja angekündigt, dass wir weiterhin im Stream World of Warcraft spielen. Ich glaube, ich bin mal so frei und level mit dem Charakter nicht, sondern stellen wir dann vielleicht einen neuen oder spiele immer mittags rum, wenn ich nicht aufnehme oder sowas, dann mal eine Runde World of Warcraft mit euch, immer so eine Stunde oder sowas. Je nachdem. Und dann werden wir öfters mit Nisha ein paar Abenteuer erleben. Man muss ja jetzt auch nicht, ich meine, ich kann ja auch ein bisschen questen und ihr steigt dann immer mit ein. Das ist ja hier nicht so schwierig. Ne? Und ich wünsche euch jetzt noch einen schnieken Tag. Gehabt euch wohl. Und man sieht sich dann wieder, wenn es den nächsten Livestream gibt oder wenn mein PC heile ist. Morgen wird mein PC repariert. Hoffe ich zumindest. Also morgen kümmert sich mein Systemtechniker darum, meinen PC wieder auf Vordermann zu bringen. Und dann kann ich hoffentlich bald wieder Let's Plays aufnehmen. Wäre nicht schlecht, nicht wahr? Okay, tschüss.